Moin, moin, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr habt es vielleicht am Titel schon erkannt. Ich mache auch mit bei den 10 Fragen ein Tag. Und zwar wurde ich so inoffiziell von der lieben Birgit vom Kanal Bivo-Deko-Welt getaggt. Und zwar hat sie ja bereits in ihrem Video erwähnt, dass ihre Mädels getaggt sind. Und sie hat mich dann nochmal privat angeschrieben und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, daran teilzunehmen. Dann war ich im Livestream von der Steffi von Kanal Career Stylity und auch sie hatte zum Schluss gesagt, dass alle, die zuschauen, quasi damit nominiert sind. Und ich finde die Idee total toll, die die liebe Simone vom Kanal Dies und Das ins Leben gerufen hat. Und ich werde euch auf jeden Fall auch ihren Kanal ganz unten verlinken, und beziehungsweise nicht ihren Kanal, sondern ihr Video. Das mit der Kanalverlinkung, das funktioniert hier immer noch nicht. Ich habe hier nebendran ein zweites Gerät stehen, wo die Fragen quasi drauf sind, und ich einfach mal rüber gucke, dass ich das ja ablese und dann beantworte. Ich will jetzt aber nicht nur meine Hände ins Video halten und hier irgendwie langweilige Fragen beantworten, sondern ich werde nebenbei ein bisschen was basteln. Und zwar habe ich in einem der letzten Videos hier schon gespoilert, dass ich noch solche Ostereier hier übrig habe, mit denen ich noch Karten basteln möchte. Und damit möchte ich 4 Osterkarten währenddessen gestalten. Ich habe mir ein grobes Konzept überlegt, das erkläre ich euch einmal. Und dann kann ich nämlich einfach basteln und quatschen nebenbei. Ich habe mir Grundkarten zugeschnitten. Das ist dieser Leinen-Cardstock vom Action. Den habe ich aus diesem Mix-Block, den habe ich im September gekauft, als ich bei der lieben Biggie war, und da sind nur noch braun und 2 schwarze Bögen übrig. Den Rest habe ich schon zu Weihnachten verwendet. Aber braun passt ja auch super zu Ostern, deswegen habe ich das hier genommen. Dann habe ich hier noch so ein dünnes weißes Papier, das habe ich mit so Silber besprenkelt. Da habt ihr im Craft Update Ostern auch schon was zugesehen, wo ich die anderen Osterkarten gemacht habe, wie ich das mit Gold gemacht habe. Hier habe ich das Ganze mal mit Silber gemacht. Und das ist dann auch diese All-Purpose Ink. Ich schau mal schnell, ob ich sie gerade hier finde. Ich habe sie natürlich weggeräumt schon. Und da ist sie. Und zwar Platinum nennt sich die Farbe. Und ja, ist halt so ein Silberton. Und wie ich das mache, habe ich, wie gesagt, im anderen Video schon erklärt. Da könnt ihr da einfach einmal reinschauen. Und ja, das Papier ist so ein bisschen stark gewellt, das kriegen wir später hin mit Klebeband. Ich werde das hier aufkleben, werde das Ei hier draufsetzen und dann möchte ich hier eine Linie ziehen, damit das quasi an der Kordel hängt. Und damit das auch ein bisschen sichtlich ist, will ich noch eine Schleife binden. Allerdings will ich das nicht mit Weiß machen, sondern ich versuche mir die Kordel im Laufe des Videos hier mit dem Farbton Espresso einzufärben, weil ich finde, das passt zur Karte ganz gut. Dafür habe ich mir hier auch schon Gummihandschuhe bereitgelegt, weil damit werden wir gleich anfangen. Und dann werden wir noch einen Spruch aufstempeln. Da gucken wir dann. Genau, ich lege das hier einmal ein bisschen zur Seite, weil ich jetzt erstmal, wie gesagt, die Kordel einfärben möchte. Dazu habe ich mir hier schon einen Gummihandschuh bereitgelegt. Wahrscheinlich wären 2 klüger gewesen, aber ja, wir schauen mal, ob wir das auch so hinkriegen. Überlege jetzt gerade, wie viel ich brauche. Das ist ja nur... Ja gut, ich bin ja absoluter Fan von Kordeln. Also ich werde die auch anderweitig aufbrauchen, falls das dann zu viel gewesen sein sollte. Ja, und ansonsten lassen wir uns einfach mal anfangen mit den Fragen. Frage 1 lautet, in welche Richtung bewegst du dich basteltechnisch aktuell? Eher süß wie Kawaii oder eher Richtung Vintage, Altered, Steam oder einfach neutral? Aktuell bewege ich mich Richtung Ostern. nein, Spaß. Ich bin schon immer sehr, sehr süß vom Basteln gewesen. Also, ja, Kawaii, weiß ich nicht, ob das der richtige Begriff ist. Jetzt ist das hier schon verknotet. Na super, das fängt gut an. Moment, jetzt muss ich hier einmal den Knoten lösen. Also. Ja, also Kawaii, weiß ich nicht, ob das der richtige Begriff ist. Aber auf jeden Fall süß
Das ist auf jeden Fall der richtige Begriff. Ich habe jetzt nicht so, ich bin nicht mit Mixed Media groß geworden im Bastelbereich oder Steampunk oder so. Das habe ich erst alles viel, viel später kennengelernt, muss ich gestehen. Das war mir am Anfang überhaupt gar kein Begriff. Von daher, ja, eher süß, blumig. Ich mag es gern bunt und manchmal auch überladen, aber dann gibt es auch Projekte, wo ich sehr, sehr schlicht bleibe. Also, ich habe nicht so einen ganz festen Stil, muss ich sagen. Ich bin da, also es gibt ja andere, zum Beispiel jetzt die Birgit, die mich getaggt hat. Ihr Stil ist ganz klar unverkennbar, dieses Mixed Media, der Materialmix. Upcycling ist ja für sie ein ganz großes Thema. So einen festen Stil habe ich nicht, wie zum Beispiel die Birgit jetzt. Ich finde, wenn man ein Werk sieht, weiß man direkt, ah, das war die Birgit. So ist es bei mir nicht. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ob andere direkt meine Werke erkennen, aber ja, also es gibt keinen so festen Stil. Ich bin sehr wechselhaft. Ich arbeite ja auch mit wirklich vielen verschiedenen Herstellern. Ich bin ja Stampin' Up Demo, aber werke ja auch mit ganz, ganz vielen anderen Herstellern und von daher ja auch da dann sehr wechselhaft. Also ich würde sagen, eher süß, weil die anderen Bereiche so gar nicht mehr zustimmen, aber ich bin da auch offen. So, jetzt hat Frage 1 schon mega lang gedauert. Also das wird ja was. Dann gehen wir über zu Frage 2 und Frage 2 beschäftigt sich damit, welche Materialien liegen dir besonders oder wohin tendierst du eher? Zum Beispiel Papier, Resin, Gips, Fimo, Wolle. Also ganz, ganz klar Papier. Und schon immer. Ich glaube, wir werden später da noch zu kommen, wie ich zum Mastering gekommen bin und so weiter. Von daher habe ich jetzt auch nicht alles schon vorher weg beantworten. Aber auf jeden Fall schon immer Papier. Ob es jetzt Karten sind, Verpackungen, Alben, ATCs. Momentan wieder ein bisschen mehr. Das ist immer so phasenabhängig. Aber auf jeden Fall Papier. Ich habe weder Resin ausprobiert, noch Gips, Fimo oder Wolle. Ich habe mal genäht oder versucht zu nähen. Ich bin da nicht sehr talentiert, muss ich gestehen. Ich habe dafür auch keine Geduld, ehrlich gesagt. Fürs Nähen fehlt mir die Geduld. So, ihr seht jetzt, der Faden ist eingefärbt. Ich lasse den jetzt hier liegen in der Hoffnung, dass der trocknet. Das war eine ganz schöne Sauerei. Mir fehlt die Geduld beim Nähen, ganz ehrlich. Ich habe das ausprobiert, dann wollte das nicht, wie ich das will. Und also bei Papierbastelarbeiten habe ich da überhaupt keinen Stress mit, das dann nochmal auseinanderzunehmen und nochmal neu zu versuchen und dann nochmal anders anzugehen oder so. Da habe ich mehr oder weniger die Ruhe weg. Beim Nähen hatte ich das nicht so und habe es dann recht schnell wieder gelassen, obwohl ich das total gern können würde, weil das einfach auch ein sehr, sehr schönes Hobby ist. Aber auf der anderen Seite reicht das Papierbasteln eben auch schon. Das ist auch schon ein sehr zeitaufwendiges Hobby und kostenintensiv manchmal auch, das kennt ihr, weil man ja immer alles haben muss. Von daher, ja, auch ganz, ganz klar Papier. Ja, dann das nächste ist die Frage, ist das, was du aktuell gerne kreativ auslebst, auch das, womit du einst begonnen hast, oder hat es sich langsam entwickelt? Nee, auf gar keinen Fall. Also aktuell ist es ja so, dass ich im Schwerpunkt Karten mache und Verpackungen. Zwischendrin immer mal wieder ein Scrapbook-Layout. Und aus der Richtung komme ich eigentlich auch. Scrapbooking und ganz, ganz ursprünglich angefangen habe ich mit dem Filofaxing. Also, Filofax ist ein Kalender. Er kommt aus dem Amerikanischen auch wieder, aus den USA, der Filofax. Und das Gestalten des Kalenders nennt man dann das Filofaxing. Da wurde ein Hobby drumherum gesponnen quasi. Damit habe ich ursprünglich angefangen, wirklich aktiv zu werden. Also, ich habe schon immer gerne gebastelt. Ich war in der Kirchengemeinde sehr aktiv. Da gab es immer so eine Bastelstunde. Da habe ich, ja, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 12, 14. Da habe ich die mitgeleitet, natürlich nicht alleine, aber mit unterstützt.
und Kindergruppen angeleitet zum Basteln und habe dann aber auch selber die Kurse da teilweise besucht, die für die Fortgeschrittenen dann eben waren. Also habe da schon mal was gemacht. Window Color damals war ganz groß und so, ja, so Ausmalbilder und so weiter. Also war da schon kreativ und wirklich aufgeflammt ist es dann wieder in meiner Ausbildung. Ich bin gelernte Erzieherin und das ist eine 4 Jahre lang schulische Ausbildung mit zwischendurch Praktikern und hast du nicht gesehen. Und ja, gerade ich glaube im zweiten Ausbildungsjahr hat es begonnen, wo wir dann auch Prüfungsvorbereitung wurde ein Thema und so weiter. Und ich einfach für mich ein System finden wollte, mit dem ich mich gut organisieren kann und habe angefangen, einen Kalender zu führen. Und ich habe mir einen Finovex gekauft, einfach weil der mich vom Design her super angesprochen hat. Und diese Aufteilung von den Innenseiten, sodass ich die Kalenderblätter austauschen kann, fand ich ein so cooles System, dass ich mir als Motivation den gekauft habe, obwohl der nicht ganz günstig war. Ja, einfach um diesem System auch standhaft zu sein. Darum habe ich mir dann halt einen etwas teureren Kalender gegönnt. Und ohne zu wissen, dass es ein Filofax ist. Damit habe ich dann angefangen. Dann habe ich angefangen, Washi-Tapes und Sticker zu kaufen. Davon habe ich heute noch mehr als genug. Aber ich bin auch immer noch dabei. Ich gestalte immer noch meinen Kalender. Das ist zum Beispiel mein YouTube-Planer. Ich habe mittlerweile mehrere. Ich schaue mal eben schnell rein auf eine Seite, die ich euch zeigen kann. Die zwar gestaltet ist, aber ja. Die hier kann ich euch gerade mal zeigen. Das ist jetzt die vergangene Woche oder die vergangenen Wochen. Da habe ich zum Beispiel jetzt hier Washi-Tape im äußeren Rand und das sind so Rub-On-Sticker, die ich hier verwendet habe. Aber auch hier zum Beispiel normale Sticker gehen. Oder hier habe ich so Papiersticker. Da muss ich sagen, hänge ich gerade ein bisschen hinterher. Mit der Planung im Kalender. Aber ansonsten führe ich den die Wochen davor. Und ich habe halt einmal privat, beziehungsweise privat und Arbeit überschneidet sich ein bisschen, da organisiere ich beides drin und dann habe ich eben meinen YouTube-Planer, in dem ich halt alles, was Social Media betrifft, plane. Und ja, jetzt muss ich gerade gucken, was ich hier mache eigentlich. Damit habe ich ursprünglich angefangen, bin von da aus dann ins Scrapbooking gekommen, über verschiedene Facebook-Gruppen. Beziehungsweise Fotoverarbeitung und so weiter. Und da bin ich dann zum Scrapbooking gekommen, habe ganz lange und ganz intensiv Scrapbooking auch gemacht. Filofax war aber immer ein Begleiter. Und dann bin ich mehr in Facebook-Gruppen gekommen und damit verbunden habe ich gesehen, wie viele Leute irgendwie tolle Karten gebastelt haben. Und bin da so ein bisschen rüber geswitcht. Und dann habe ich angefangen, Karten auch zu basteln. Ich hatte vorher keine einzigen Stempel oder irgendwelche Papiere. Das habe ich mir in der Zeit alles zugelegt. Heutzutage muss ich sagen, viel zu viel, dass ich niemals mehr verbasteln kann. Aber das kennt jeder von euch, ne? Man kauft und kauft und eigentlich kann man das gar nicht mehr verbasteln. Aber das sagen wir natürlich keinem. Ja, bin dann da so quasi in dieses Kartenbasteln eingestiegen. Dann auch. Ja, und dann kam alles andere. Ne? Dann kam es eben dazu, dass ich mal gesehen habe, oh Mensch, da hat jemand eine tolle Verpackung gebastelt. Dann habe ich die nachgebastelt. Dann habe ich Alben gesehen. Dann habe ich mal selber ein, zwei Alben gestaltet. Mittlerweile mache ich das auch ganz gerne mal zwischendurch. Obwohl zwischendurch ist auch untertrieben. Ne? Also jeder, der Alben bastelt, weiß halt, dass das nicht mal eben so zwischendurch ist, sondern dass das schon oft große Projekte sind. Aber das kann man eben halt auch gut in Etappen vorbereiten. Von daher ist das super angenehm. Ja, und bin halt quasi so in diesem ganzen Hin und Her irgendwo, ja, habe alles mal ausprobiert. Ich habe auch Mixed Media mal ein Projekt gemacht, habe das ausprobiert. Aber es ist einfach so, dass mir Karten am meisten liegen. Karten nehmen auch am wenigsten Platz weg. Die kann man auch, könnte man auch 300 von basteln. Und die nehmen dir nicht so viel Platz weg.
Was auch immer super wichtig ist, weil auch ihr kennt das, jeder Bastler kennt das. Platz ist ja immer so eine Sache. Wir hätten alle gerne mehr und haben alle doch zu wenig. So. Und von daher sind Karten halt auch einfach super, weil die nehmen nicht viel Platz weg. So. Und jetzt merke ich gerade, wie behämmert das war. Weil das war ja mal so gar nicht mittig. Das hier jetzt blüht. Da muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Ich glaube, da muss ich einfach mit Tippex rüber oder so. Gequatscht und dann nicht die Mitte ausgepeilt. Ja. Ja, also wie gesagt, Karten ist das Große und Ganze. Aber auch Verpackungen mache ich zwischendurch immer mal wieder. Und Alben. Und ich gehe auch wieder gerade so ein bisschen mehr ins Scrapbooking, weil ich einfach merke, ich möchte mal wieder ein bisschen mehr meine Fotos von den Festplatten runterkriegen und auch mal wieder ja, was in den Händen halten. Und deswegen bin ich da auch gerade wieder dabei, mal das ein oder andere Layout mehr zu machen. Da kriegt man ja auch super viel Inspiration im Internet. Das ist ja auch wirklich klasse. Ja, also ich bin sehr, sehr ausschweifend jetzt gewesen. Es tut mir leid. Ich glaube, das Video hier wird hier echt lange. Das tut mir leid, aber ja, wenn ich so im Redefluss bin, dann passiert das manchmal. Gut, lass uns weitergehen zur nächsten Frage. Und die ja, schließt sich so ein bisschen an. Lässt du dich gerne von anderen Kreativen inspirieren? Arbeitest du gern Tutorials nach? Ja und ja. Also inspirieren lasse ich mich sowieso super. Mein Problem ist eher, dass ich mich manchmal auch zu viel anstecken lasse. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt. Gerade so kauftechnisch. Dann braucht man plötzlich Sachen, die man eigentlich gar nicht braucht. Das ist total witzig. Jetzt gucke ich gerade, aber ich kriege es nicht abgedeckt. Was machen wir denn jetzt? Ich versuche nochmal meinen Posca-Stift, der es abgedeckt kriegt. Oh ja, ja. Ja, es ist nicht schön, aber selten. Doch, der kriegt das recht gut abgedeckt. Und die Schleife lenkt auch nochmal davon ab. Kreative inspirieren. Also gerade was kauftechnisch angeht, wird jeder kennen. Lässt man sich leider viel zu sehr von anderen inspirieren und verleiten. Aber auch was kreative Sachen angeht, gucke ich gerne auch bei anderen. Da habe ich so ein paar Favoriten auch, bei denen ich regelmäßig vorbeischaue. Und ja, einfach auch gucke, was die so machen. Tutorials nachbasteln, das kommt vor. Habt ihr auch schon mal hier gesehen, wenn ich Sachen nachgebastelt habe oder so. Ich finde immer wichtig, also ich finde es nicht schlimm, Sachen nachzubasteln. Ich finde nur wichtig, dann auch diejenigen zu erwähnen. Das, ja, finde ich sehr, sehr wichtig. Und jetzt merke ich gerade, ich habe die falsche Linie überdeckt. Okay, bei dieser Karte muss ich leider machen. genau, also ich finde es nicht schlimm, sich Ideen zu holen und vielleicht auch etwas nachzubasteln. Ich finde es eben nur wichtig, dass man diejenigen dann auch erwähnt, weil es steckt ja nun mal schon oft auch Mühe hinter manchen Projekten oder auch wenn keine, also es gibt kein Projekt, hinter dem keine Mühe steckt und das gehört sich für mich, dass wenn ich etwas von jemandem nachmache, also wirklich auch nachmache, dass ich dann denjenigen auch die Aufmerksamkeit zugutekommen lasse und den erwähne. So, ihr seht schon, der Faden färbt ganz schön noch. Ich muss gleich mal hier Pause machen und Hände waschen gehen, weil sonst versaue ich mir dieses ganze Projekt. Aber ich würde sagen, wir machen einmal weiter. Und zwar lautet die fünfte Frage: Würdest du gerne was anderes Kreatives können, hast aber kein Talent dafür? Wenn ja, was wäre das? Ja, also was ich vorhin schon mal angerissen habe, ich würde gerne richtig gut nähen können. Also was heißt richtig gut? Es wäre mir schon hilfreich, wenn ich mal eine Hose umnähen kann. Ich bin relativ klein und oft müssen meine Hosen erstmal zum Schneider umgenäht werden. Oder man muss sie halt ja nervig umkrempeln, das ist dann halt auch manchmal blöd.
Also so ein bisschen Nähfähigkeit, das wäre ganz cool. Ansonsten, ich finde auch wahnsinnig cool, wie Leute zeichnen können. Also da auch das finde ich, also bei mir, ich bin vom Kopffüßler bzw. Strichmännchen nicht drüber hinausgekommen. Also ja, mehr ist bei mir einfach nicht drin. Und das finde ich schon Wahnsinn, wie manche Leute so wahnsinnig toll zeichnen können und auch bei manchen Projekten dann einfach ja, so eine kleine Zeichnung mit einbringen können. Das fände ich total cool, aber das ist einfach etwas, wo ich wirklich absolut kein Talent dafür habe. Und ja, ich bin da jetzt auch nicht neidisch auf andere, die es eben können, weil ich denke, da hat jeder einfach andere Fähigkeiten für. Dass man da sagen kann, der eine hat halt ein gutes Auge für Symmetrie und Proportionen und ist wahnsinnig gut im Zeichnen. Und der andere kann halt ja gut eine Zusammenstellung von verschiedenen Farben und Mustern bei Papieren werkeln. Also, das ist eben, wie gesagt, kein Neid. Das ist ein cooler Skill. Aber es gibt eben halt auch so viele andere Bereiche, die einen erfüllen können. Und von daher, ist das so. Genau. Ich mache jetzt nochmal eben schnell hier die Linie neu. Weil ich habe ja die falsche übermalt. Jetzt habe ich einfach beide übermalt. Und ziehe nochmal eine mittig davon. Die dann nämlich auch ganz gut mittig ist. Und die mache ich jetzt einfach ein bisschen breiter. So. Und jetzt mache ich mal eben Pause. Das passt auch, weil wir haben Frage 5 durch. Und wasche mal eben meine Hände. Ja, ihr Lieben, jetzt bin ich wieder zurück und ich habe gerade gesehen, als ich hier Pause-Taste gedrückt habe, wie weit fortgeschritten die Zeit schon ist. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen beeilen, damit es hier kein Stundenvideo wird. Das heißt, ich werde hier jetzt nebenbei schon mal den Spruch aufstempeln. Das ist übrigens ein Frohe Ostern von Craft Emotions. Nee, Quatsch. Crealize. Übrigens, hier die Finger. Ihr seht das vielleicht so ein bisschen. Ja, die SU-Farbe möchte nicht ganz abgehen. So, ich muss das ein bisschen zu mir herziehen. Ich weiß nicht, ob das noch ein Bild ist. Aber sonst kriegen wir das hier komplett schief hin. Oh, das klappt. Ja, wir machen einfach mit Frage 6 weiter. Macht dir dein kreatives Hobby noch genauso viel Freude wie zu Beginn? Oder bist du manchmal sogar frustriert, gestresst, genervt davon oder was damit zu tun hat? Nee, auf jeden Fall, auf gar keinen Fall, wollte ich sagen. Basteln ist mein absoluter Ausgleich. Häufig, also ich arbeite in einem Schichtsystem. Und wenn ich von einer Spätschicht nach Hause komme, dann ist es oft schon Mitternacht. Und trotz dessen setze ich mich noch an den Basteltisch, einfach weil ich das brauche, um abzuschalten. Oder total gerne mag. Es ist auch nicht immer was Kreatives oder wo dann ein Produkt am Ende rauskommt, was ich dann mache. Manchmal ist es auch nur hier was aufräumen, was umräumen, was organisieren. Ja, aufbewahrungstechnisch was zu machen. Manchmal ist es auch nur das, aber irgendetwas, was mit meinem kreativen Hobby zu tun hat, muss es dann doch immer noch sein. Ansonsten komme ich nicht gut zur Ruhe. Das muss ich auf jeden Fall so sagen. Was mich frustriert, ja, das ist, nee, frustriert nicht gestresst. Das ist aber eher selbstgemachtes Leiden. Wenn man. Oder wenn die liebe Nadine sich wieder zu vielen verschiedenen Tauschaktionen angemeldet hat und dann aber feststellen muss, dass der Tag leider auch nur 24 Stunden hat und man zwischendrin auch irgendwie noch ein bisschen schlafen sollte und ja, man dann einfach zeitlich hinterherhängt und irgendwie allen gerecht werden will, aber ja, das dann auch manchmal einfach schwierig ist. Das ist aber, wie gesagt, auch definitiv selbst gemacht. Und ich bin da gerade auf dem Weg der Besserung, muss ich gestehen, dass ich mich vorerst zu keinen
keine neuen Tauschaktionen angemeldet habe, sondern jetzt wirklich gesagt habe, ich arbeite alles runter, also bis Ostern, und dann gucke ich ganz in Ruhe und wähle mehr aus, was ich mache und wie ich es mache, damit ich ja auch in alles wieder ein bisschen Rhythmus reinkriege, weil das war oder ist einfach viel zu viel geworden. Und ja, das schaffe ich so nicht mehr. Aber das ist eben so ein bisschen selbstgemacht. Ansonsten liebe ich mein kreatives Hobby und wie gesagt, nutze das definitiv auch, um abzuschalten und runterzukommen. Also wie andere Leute eben Handarbeiten machen, stricken, häkeln, was auch immer, setze ich mich eben an den Tisch und koloriere eine Karte oder überlege mir ein Layout oder ja, manchmal ist es ja auch nur, man ja, werkelt irgendwie Kleinigkeiten, die man dann dafür wieder verwenden kann. Was ich zum Beispiel auch gerne mache, ist so Blumen drehen oder sowas, dann einfach so ja, in Anführungszeichen Pillepalle arbeiten, ne? Die man einfach so ein bisschen nebenbei machen kann. Ich mache mir super gerne einen Podcast dabei an oder irgendwie ein YouTube-Video. Ich habe momentan gerade die Vlogs für mich entdeckt. Sowas schaue ich mir dann gerne nebenbei an. Ja, dann Frage 7. Wie reagierst du, wenn du für ein Projekt dich wahnsinnig verausgabt hast, Zeit und Nerven, und es dem Empfänger, sofern es einen gibt, am Ende nicht zu schätzen weiß oder gar herabwürdigt? Puh, das ist eine gute Frage, wie man dann reagiert. Ich glaube, also ich bin ein sehr ehrlicher und sehr direkter Mensch. Und jetzt stelle ich gerade fest, dass ich das Papier nicht richtig abgemessen habe. Das ist jetzt blöd. Was kann ich denn jetzt noch machen, um das zu retten? Na super. Und das hier vor der Kamera. Das ist mir heute schon mal über ein Projekt passiert und ich habe nicht daraus gelernt. Gut, ich repariere das hier nebenbei und versuche trotzdem auch die Frage zu antworten. Also ich bin ein sehr, sehr ehrlicher und direkter Mensch. Manchmal ist das nicht ganz hilfreich, weil der ein oder andere damit nicht so gut umgehen kann. Ich aber für meinen Teil das doch sehr... Ich bin halt so. Entweder mag man das und kommt damit zurecht, oder eben nicht. Da bin ich so ehrlich einfach, das zu sagen. Und von daher, ja, ist das schwierig gerade. Also ich glaube, ich würde es einfach sehr, sehr direkt sagen, wie viel Arbeit da drin steckt und wie sehr ich enttäuscht bin davon, dass man das eben nicht zu schätzen weiß. Ich glaube, die Kordel ist noch zu feucht, weil die klebt hier nicht. Das ist ein bisschen doof. Ja, also ich glaube, wie gesagt, ich würde es direkt sagen. Aber ich glaube natürlich, also mir ist es bisher noch nicht passiert. Aber ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr verletzend sein muss. Also das ist schon, also gerade auch, wenn man so viel Zeit und Nerven darin investiert hat. Also jetzt, wenn ich mir jetzt überlege, zum Beispiel, ich mache so ein Album und ich merke dann, der Beschenkte weiß die Arbeit nicht zu schätzen oder würde es sogar entsorgen oder so. Also bei einer Karte rechnet man noch damit, dass es vielleicht der ein oder andere entsorgen würde. Obwohl ich meine Sachen eigentlich auch nur Leuten schenke, bei denen ich weiß, dass die dass die wissen, was da für Arbeit hintersteckt. So rum. Ja, aber wie gesagt, wenn das vorkommen würde, würde ich sehr direkt darüber sprechen und sagen, wie sehr mich das verletzt hat. Ja. Dann, wie viel Zeit investierst du in dein kreatives Hobby inklusive Besorgen von Materialien, sowohl real als auch online shoppen, am Tag, in der Woche, im Monat? Puh, das ist eine wahnsinnig gute Frage. Kann ich nicht in Minuten oder Stunden sagen. Summa summarum ist das, glaube ich, schon eine Menge Zeit, die ich verbringe mit Basteln. Und shoppen auch. allerdings wesentlich mehr online. Gerade Bastelmaterialien kaufe ich wenig vor Ort. Natürlich hier beim Action mal, aber ansonsten ja, besorge ich doch das meiste übers Internet. Hier Facebook-Sammelbestellgruppen oder Kreativbund. Das sind meine ersten Anlaufadressen oft. Ansonsten natürlich auch immer mal Amazon. Das böse A-Wort.
Aber wie viel das pro Tag und pro Stunde, pro Woche ist, also das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel an Arbeitstagen ist es auch deutlich weniger natürlich, obwohl es dann eben, wie gesagt, oft auch nach der Arbeit noch passiert. Ja, kann ich nicht genau beziffern, aber ich würde sagen, so im Schnitt an einem Arbeitstag alleine sind es 2 Stunden bestimmt. Oft vor der Arbeit, also wie gesagt, Schichtsystem, ne? Ich habe dann mittags erst Dienstbeginn, nachts erst Feierabend, danach noch. Also so 2 Stunden würde ich sagen. Und an den Wochenenden oder wenn ich frei habe, dann auch deutlich mehr. Ich habe an einem Wochenende mit einer Bastelfreundin über Skype-Konferenz, glaube ich, den Highscore von 11 Stunden. Also, ja, kann man sich ja ungefähr vorstellen, wie viel Zeit ich dann so am Basteltisch verbringe. Ja, dann 9. Frage. Wie viel Zeit würdest du gerne, wenn du es könntest, in dein kreatives Hobby verwenden? Definitiv so viel wie möglich ist. Also 24 Stunden, wenn ich nicht schlafen müsste und nicht arbeiten müsste und ansonsten auch nichts zu tun hätte. Ich liebe absolut das, was ich hier tue. Und zwar von ganzem Herzen. Und es ist für mich wirklich ein Abschalten, ein Runterkommen. Und ja, von daher würde ich gerne so viel Zeit wie irgendwie möglich darin investieren. Ja, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Ich bin hier auch mit meinen Karten soweit fertig. Ich werde, glaube ich, keinen Glitzer noch mehr aufbringen. Die 10. Frage lautet: Wo siehst du dich in deinem kreativen Hobby in 3, 5 oder 10 Jahren? Puh, auch das ist eine gute Frage. Ich bin Stampin' Up! Demo seit 2019. Würde das gerne auch nicht hauptberuflich machen, aber ein bisschen nebenbei. Bisher habe ich es für den Eigenbedarf gemacht. Würde da aber gerne so ein bisschen ja, refinanzieren wird sich mein Hobby nicht. Aber so, das wäre schön, wenn man da den einen oder anderen Kunden betreuen könnte. Und ja, ansonsten, das wäre aber so ein Nebenprojekt. Also wenn es dazu kommt, dann ist es wunderschön. Und wenn nicht, dann eben auch nicht. Also das ist, wie gesagt, im Hauptgrund mache ich es einfach für den Eigenbedarf. Wenn es sich ergibt und dann doch mal in die geschäftliche Ebene gehen würde, wäre ich da durchaus bereit zu. Ansonsten, ja, sehe ich mich eigentlich mit meinem kreativen Hobby auch in 10 Jahren noch genau da, wo ich jetzt bin. Einzigst halt mit einer vielleicht größeren Community, obwohl ich jetzt schon sehr, sehr zufrieden bin mit meiner Community und sowohl auf Instagram als auch auf YouTube sehr, sehr aktive Leute habe, die meine Videos schauen, kommentieren und dazu Feedback geben. Und das ist, finde ich, sehr, sehr viel wert. Ja. Damit bin ich auch am Ende dieses Videos. Ich habe jetzt hier jetzt nebenbei, ich schau mal, ob ich das ins Bild so kriege, ja, die Karten hier aufgereiht mit den hängenden Ostereiern. Wie gesagt, die Ostereier habe ich mit Nuvo Schimmerpowder das Papier eingefärbt und habe dann einen Stempel von Viva Decor aufgebracht und mit einer Ostereierstanze, die ich in meinem Bestand hatte, ausgestanzt. Also, man sieht hier, der Faden ist nicht ganz getrocknet, das ist ein bisschen darauf gekleckert. Aber ja, das ist jetzt ein bisschen schade, aber leider nicht mehr zu ändern. Ich werde jetzt auch die Karten nicht mehr oft so anfassen, weil meine Finger sind schon wieder bunt. Von daher lasse ich sie jetzt einfach so hier liegen. Und ja, genau, möchte das so erstmal beibehalten. Ja, vielen Dank nochmal an die liebe Simone für die Fragen. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, da mal ein bisschen ausführlicher drüber zu reden und euch das alles zu erzählen, wie ich so ins kreative Hobby gekommen bin und ja, wie es da so aktuell aussieht. Ich werde euch die Fragen in der Infobox unten drunter nochmal verlinken und ich möchte natürlich auch jemanden nominieren. Und zwar möchte ich die liebe Anke vom Kanal Glittercat nominieren. Und die liebe Anja vom Kanal Kartenkunst.
Quatsch, nicht Kartenkunst, Kartenqueen. Entschuldigt. Und ich möchte nominieren die Steffi von Steffis Bastelecke. Genau, die drei Kanäle oder die Links zu den letzten Videos bei den dreien packe ich euch auch in die Infobox. Und dann würde ich mich freuen, wenn natürlich auch die drei mitmachen und auch ein Video zu diesem Hashtag ins Rollen bringen. Das Video von der lieben Simone, die diese Aktion gestartet hat, packe ich euch auch nochmal in die Infobox. Da schaut auch unbedingt vorbei. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Falls ihr das macht, aktiviert auch direkt die Glocke, damit ihr direkt benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video online bringe. Und ich freue mich natürlich immer über Kommentare und Daumen hoch und wünsche euch jetzt eine wunderschöne kreative Zeit und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!